Hallo Leute, da bin ich wieder mit Hogwarts Legacy. Ich befinde mich in Hogsmeade und dachte mir, ich guck mir diese Quest hier an. Ist alles in Ordnung? Oh, was für ein Segen. Danke für die Nachfrage. Ich bin Betty. Betty Buckbrook. Und nein, nichts ist in Ordnung. Es geht um meine liebe Freundin Hazel. Sie ist in Gefahr. Hazel? Ist in Gefahr, okay. Ja, sie ist ein Einhorn. Ich kenne sie seit Jahren. Sie verlässt den Wald nur ungern. Darum besuche ich sie einmal in der Woche, bürste ihr die Mähne und bringe ihr Leckerbissen. Oh, ihr Fell ist prächtig. Nun, als ich das letzte Mal bei ihr war, wurden wir von einem Wolfsrudel brutal angefallen. Hazel, treu wie sie ist, sprang vor mich, um mich zu schützen. Ich fürchte, dabei könnte sie verletzt worden sein. Es tut mir leid, das zu hören. Ich will ihr helfen, aber sie scheint sich versteckt zu haben. Aus Angst nehme ich an. Ich weiß, dass Sie in Hogwarts viel über die Pflege von Tierwesen lernen. Vielleicht können Sie meine Einhornfreundin finden und sie an einen sicheren Ort bringen, damit sie gesund werden kann. Na klar. Ich halte nach Ihrer Einhornfreundin Ausschau und bringe sie in Sicherheit, wenn ich sie finde. Oh, verkaufen. Sie haben eine gute Seele. Sowas erkenne ich sofort. Aber bitte bringen Sie sich nicht selbst in Gefahr. Ich weiß nicht, wo genau sie ist, aber ich kann Ihnen sagen, dass Ihre Höhle nördlich von Hogsmeade liegt. Und obwohl ich sie in letzter Zeit nicht bürsten konnte, kann ich mir vorstellen, dass sie immer noch das glänzendste und schönste Fell der ganzen Herde hat. Okay. Nicht vergessen. Das einzigartige Einhorn. Nehmen wir uns den mal an. Hauptsache erstmal Hogsmeade verlassen. Ich muss nach einem Einhorn mit strahlend hellem Fell suchen. Sie scheint in Schwierigkeiten zu sein. Ich hoffe, sie ist so besonders, wie sie klingt. So. Gegenlaufen reicht schon, um Stufen zu steigen oder Absätze hochzuklettern. Und da können wir fliegen. Bist du das, Roylands? Hazel muss hier irgendwo sein. Erste Moment. Stell dich nicht so an. Ist die Frage, ist das Hazel schon jetzt gewesen? Ist alles gut. Nee. Hazel wird dann wahrscheinlich Revelio. Einen Hazel-Namen haben. Oh, da hinten. Da ist noch ein Einhorn. Komm, Trinko. Incendio. Protego. Revelio. Hazel, lauf nicht fort. Arresto Momentum. Hazel muss zurück zum Tiergehege. Ich sollte Madame Buckbrook sagen, dass sie in Sicherheit ist. Wieder einen Tag zuvor wieder ein anderes Spiel gespielt, der auf einer anderen Taste seine
super Spinnensinn-Augenglötz hat und schwupps. Schon hat man wieder alles verdallert. Kriegt man wieder die Tastenkombination nicht richtig hin. Jetzt, muss ich mir erstmal wieder angewöhnen, dass der Spinnensinn auf R ist und nicht auf Q. Auf nach Hogsmeade. Revelio! Gibt's einen gemütlicheren Ort als Hogsmeade? Große Kiste. Mit Auge. Hatte die eigentlich noch irgendwelche Rezepte? Ich meine, ich weiß nicht, ob es da überhaupt noch Rezepte gibt, die ich noch erkaufen kann, aber... Ich bin in einer Minute bei Ihnen. Hab ich irgendwas zum Verkaufen? Bei dem hier müssen wir nochmal gucken. Ich behalte mir meine Hand da hinter. Meine Tür steht immer offen. Kommen Sie gerne wieder. Und bei dem Tierwesen Heini müssten wir vielleicht, oder Dame, Tante, müssten wir vielleicht auch nochmal ein bisschen was kaufen. Dieses Horn, wofür wir noch kein Tierwesen haben. Das wäre, glaube ich, nicht verkehrt. Kommen Sie rein. Verzeihen Sie den Gestank. Neue Lieferung Krötenhaut. Die hier. Damit kann man wirklich nichts falsch machen. Wahrlich eine gute Wahl. Die muss ich ja noch freilassen. Sie können gerne wiederkommen. Sie sind jederzeit willkommen. Die laufen hier aktuell bei mir nicht im Gehege rum. Was haben Sie jetzt vor? Gut, Auntie, hier sind wir. Madame Buckbrook, ich habe Ihre Einhornfreundin Hazel gefunden. Oh, ein Glück. Geht es ihr gut? Geht es Ihnen gut? Haben Sie einen sicheren Ort, an dem sie bleiben kann? Na klar. Uns geht es gut. Und ich habe einen sicheren Ort für Sie in Hogwarts. Sie haben ein gutes Herz, wirklich. Ich bin erleichtert und dankbar, dass Sie für Sie sorgen. Ich werde mein goldiges Pixelpony vermissen. Aber ich weiß, dass sie fernab von den Wilderern sicherer ist. Ja. Mussten Sie sie doch für mich, ja? Na klar. Immer wieder mal. Kümmern Sie sich gut um Hazel, ja? Jupp. So ist der Plan. Dann werden wir uns jetzt noch mal kurz meinem Raum der Wünsche nähern. Wo stopfen wir denn jetzt die ganzen Einhörner so rein? Wir haben ja... Ach, vorbei, komm. Ach nee, wir müssen ja mit H müssen wir ja die Tierchen freilassen. Nein, eher nicht. Einen brauchen wir ja schließlich. Du ich pass auf dich auf. So. Ein bisschen Nifflerpelz. So. Und schon haben wir unsere Tierchen wieder glücklich gemacht. Gut. Dann war da hinten noch wieder. Dick findet, sie haben hier große Fortschritte gemacht. So.
findet, sie sollten stolz auf all ihre gebrauten Tränke sein. So. Gut. Ich finde ja, diese kleinen Regenwolken sind ja echt cool. In Hogwarts gab es auch noch irgendwo ein paar Quests. So ein paar Nebenquests. Aber ich habe die schon wieder alle verloren, glaube ich. Ich muss mir echt angewöhnen, beim Vorbeilaufen die ganzen Nebenquests auch gleich einzusammeln. Ja. Das Bild von Barnabas, dem Bekloppten, beziehungsweise der Wandteppich, der den Trollen versucht, Ballett beizubringen. Was haben wir denn da? So, wir haben hier ja noch ein bisschen mehr Zeugs, was man machen kann. Biscuit habe ich getestet, geht immer noch nicht. Wir können uns im verbotenen Wald mit Poppy treffen. Da geht es wieder um Tierwesen, aber vielleicht kriegen wir ja dieses Mal die komischen Schlitzer, wie auch immer, an Mann gebracht hier. Oder Schnatzer. Und ich fliege. Zack. Ich schaffe das, ich krieg das hin. Sie will sicher helfen. Na klar macht sie das. Treffen wir hier die Zentauren? Tja, sie wissen nicht, dass wir kommen. Also ist es weniger ein Treffen, als vielmehr eine Überraschung, oder? Okay. Ich weiß nicht so recht. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass sie sich freuen, überrascht zu werden. Nee. Wir haben keine Wahl, wenn wir die Schnatzer schützen wollen. Sicher können sie erkennen, dass wir es ernst meinen. Sie haben etwas so Allwissendes an sich. Fast schon beängstigend. Ich meine, sie lesen die Zukunft aus den Sternen und nicht dieses kleine, sondern das richtig große Ereignis. So. Wenn ich es mir recht überlege, sind sie dafür bekannt, quasi allwissend zu sein. Das trifft es auf den Punkt. Ich habe nur... Ach, egal. Was ist denn? Es ist nichts. Wir haben nichts zu verheimlichen. Apropos Geheimnisse. Ich verrate dir, warum Victor Rookwood hinter mir her ist. Okay. Er arbeitet mit Ranrock zusammen. Und Ranrock will etwas, das ich bei Gringotts gefunden habe. Fig hatte einen Portschlüssel, der uns nach dem Angriff dorthin führte. Das ist eine lange Geschichte. Fig bat mich jedenfalls, sie für mich zu behalten. Meine Güte, das erklärt allerdings einiges von dem, was wir in der Hornschwanzhalle gesehen haben. Natürlich hüte ich dein Geheimnis, als wäre es meins. Selbst die Zentauren werden nichts wissen. Wir sind einfach ehrlich und sagen ihnen, was wir vorhaben. Dann müssen sie uns einfach helfen, oder? Ja, natürlich. Du hast vollkommen recht. Wir treffen uns mit ihnen, erzählen ihnen von den Schnatzern und es geht sicher alles gut. Ich glaube, wir kriegen fast einen vorne Platz. Nimm den Zauberstab runter, Schnecki. Aber cool sehen sie ja aus. Was glaubt ihr, was ihr hier macht, Menschen? Bitte! Wir wollten mit euch sprechen. Ah! Du willst wohl erzählen können, wie du mit einem Zentauren gesprochen hast, der dir sogar antwortete. Nein, niemals! Wir brauchen einfach eure Hilfe. Genug! Herzukommen war ein großer Fehler von dir, kleine Hexe. Lass sie in Ruhe, Alec. Wir tun Kindern nichts. Das ist nicht unsere Art.
Nicht so anmaßend, alter Narr. Ich führe diese Herde an, während du an unserer Art festhältst, schlachten ihresgleichen weiter unbekümmert Wesen wie uns ab! Soweit ich weiß, taten sie nichts dergleichen. Wir werden sie daher gehen lassen. Hör gut zu, Doran. Wenn ich sie je wiedersehe, schlage ich euch allen dreien den Kopf ab. Die Geschichte kommt mir, oder diese die Szene kommt mir fast bekannt vor aus Harry Potter. Törichte Kinder, wisst ihr, was hier mit Zauberern passiert? Nun, folgt mir, bevor ich... Goldene Schnatzer existieren noch und die Wilderer suchen sie. Sie wissen, dass das Mondlicht der Schlüssel zu ihnen ist, aber sie verstehen es nicht ganz, noch nicht. Bitte helft uns, die Schnatzer vor den Wilderern zu finden. Kann es sein... Oh nein. Im Süden ist eine Höhle, in der sich das befindet, was die Wilderer suchen. Ein Mondstein. Holt ihn und legt ihn in den Steinkreis im Wald. Ich hingegen muss zu meiner Herde. Kommt zu mir, wenn ihr fertig seid. Jetzt dürfen wir auf einmal im freien Wald rumwandern. Aber Szene ist ja fast wie in Harry Potter 5. Ich verstehe das mit nicht. Bane. Also geht es bei dem Mondlicht im Notizbuch gar nicht um echtes Mondlicht, sondern um einen Mondstein? Was haben Mondsteine mit Schnatzern zu tun? Und warum war er sich so sicher, wo wir einen finden könnten? Ich weiß es auch nicht, aber ich glaube ihm. Immerhin ist er ja ein Zentaur. Du hast recht. Wow, immerhin ist er ein Zentaur, so schnell verschwunden ist. Wie hieß er? Doran? So nannte ihn der Anführer der Herde. Wenn Doran mehr weiß als wir, sollten wir gleich etwas unternehmen und später nachfragen. Ich gehe in die Bibliothek und suche Hinweise zu dieser Höhle. Ich melde mich, wenn ich was finde. Okay, wir haben es überlebt. Es kam kein... Es gab keinen richtigen Ärger, sagen wir es mal so. Okay. Aufträge. Haben wir das nicht schon gelöst? Ach nee. Da gab es ja noch so eine Karte. Moment. Achso, naja gut, das würde ich jetzt noch nicht machen. Dann würde ich... Gucken wir uns Nadi an. Karte. So ziemlich fast in Hogsmeade. Okay. Haben wir so ein paar Buddies haben wir hier schon, wobei ich von diesem Slytherin-Bengel nicht mehr ganz so überzeugt bin. Der nimmt sich mittlerweile viel zu... Die sahen auch schon mal besser aus. Also viel zu ernst. Der ist so schwesterfixiert. Da finde ich ihn ominous schon angenehmer, wo ich es anfangs umgekehrt gedacht hatte. Revelio. Ab in den Tag hinein. Bist du bereit, Harlow zu erledigen? Lass uns Harlow fertig machen. Ich bin bereit, Harlow zu Fall zu bringen. Ich weiß, dass du einen Plan hast. Wir benötigen Informationen von Mr. Bickles Freunden, von denen Archie und Mrs. Bickle sprachen. Agabus Filbert, Otto Dibble, sowie Mr. und Mrs. Rape. Na gut. Am besten sprichst du mit ihnen. Ich gehe zum Eberkopf. Ein paar Erschwinderinnen waren dorthin unterwegs. Und da meine Mutter nie in die Nähe des Eberkopfs gehen würde, erfährt sie so weniger von meinen Aktivitäten, als wenn ich durchs Dorf streife und die Bewohner befrage.
Da sie Seherin ist und sie angeblich ja schon alles andere immer zugesehen hat. Gut, ich werde mit ihnen sprechen. Mal sehen, was ich erfahre. Ich wusste, auf dich ist Verlass. Wir müssen wissen, wie genau sie von Rookwood und Harlow erpresst werden. Wir treffen uns hier, wenn du sie gesprochen hast. Bis du wieder zurückkommst, kann ich mich hoffentlich etwas freier bewegen. Hogsmeade. Mrs. Rape sollte in der Nähe sein. Oh, Isco, was habe ich getan? Mrs. Rape, kann ich mit Ihnen über Theophilus Harlow sprechen? Ich bin mit den Biggles befreundet und versuche, Beweise gegen ihn zu sammeln. Arme Joanna und Archie. Und jetzt hat Harlow auch noch meinen geliebten Isco. Oh. Wie meinen Sie das? Warum? Ich bin Wächterin bei Gringotts und mein Mann arbeitet dort als Fluchbrecher. Harlow wollte, dass ich ihm helfe und meine Kollegen dazu nötige, ihm Schätze aus den Gewölben zu geben. Sie haben abgelehnt? Natürlich habe ich abgelehnt. Mehrfach. Ich dachte, sie hätten aufgegeben. Bis eines Abends mein Mann verschwunden war und ein Messer mit einer Notiz in der Tür steckte. Darauf stand, dass ich nur ein paar Tage Bedenkzeit hätte, bei einigen Bankgeschäften mitzuhelfen. Und dass mein Mann es schätzen würde, wenn ich mich beeile. Aber was Harlow von mir verlangt, das kann ich einfach nicht machen. Und mein lieber Isco zahlt den Preis dafür. Vielen Dank, Mrs. Rape. Zu wissen, wie weit Harlow gehen wird, ist hilfreich. Wenn auch mehr als beunruhigend. Mr. Bickle wollte uns helfen. Doch jetzt ist er weg. Was soll ich denn nur tun? Ich tue, was ich kann, um Beweise gegen Harlow zu sammeln, Mrs. Rape. Also gut. Hier ist die Notiz, die ich bekam. Seien Sie bitte vorsichtig und bringen Sie sich nicht in Gefahr. Das ist ein gutes Beweisstück. Danke. Ich hoffe, es ist nicht zu spät. So, das ist einfach nur noch hinten. Revelio. Ja, hier hatten wir die Demigeist-Statue schon gezogen. Na gut. Runter mit uns. Gehen wir erstmal zum nächsten. Düb, 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 düb. Otto Dibble arbeitet bei Besenknechts. Da muss ich hin. Ich hoffe, er hat es nicht genommen. Mr. Dibble, kann ich Sie sprechen? Es geht um Theophilus Harlow. Über ihn habe ich nichts zu sagen. Kann ich Sie für ein herrliches Halstuch begeistern? Bitte, Sir. Ich möchte helfen. Ich habe mit Mrs. Bickle gesprochen. Sie kennen die Bickles? Na gut, aber wir müssen diskret sein. Mr. Hill darf das nicht hören. Ich kenne Mr. Hill. Er war am Tag des Trollangriffs nett zu mir. Er ist ein guter Mann, aber er würde das mit Harlow nicht verstehen. Es begann vor ein paar Wochen. Ich war mit einer Notiz beschäftigt, als, Sie wissen schon wer, Voldemort. Den Laden betrat. Ich versteckte die Notiz hinterm Tresen und bot ihm meine Hilfe an. Er starrte mich kurz an und bat mich, dann nach einer Bestellung zu sehen. Ich ging ins Lager, um nachzusehen, doch die Bestellung existierte gar nicht. Als ich zurückkam, hatte er die Notiz in der Hand. Was stand in der Notiz? Sie war von Rosie Hill, Mr. Hills Tochter. Wissen Sie, wir sind nämlich, nun ja, seit 6 Monaten heimlich verlobt. Wir haben es Mr. Hill noch nicht gesagt. Er erhofft sich mehr für seine Tochter. Harlow wies mich nachdrücklich darauf hin, dass meine Beziehung zu Rosie sowie meine Anstellung hier von meiner Kooperationsbereitschaft abhinge. Um was hat er Sie gebeten? Es ging alles so schnell. In Windeseile nahm er einen sehr teuren Schal vom Tresen, steckte ihn ein und lächelte. Er sagte,
Meine Lippen sind versiegelt, solange ich meine Freundin ab und zu mit solchen Kostbarkeiten versorgen kann. Bisher konnte ich seine Anfragen immer mit ein wenig kreativer Buchführung ausgleichen. Aber ich kann nicht ewig so weitermachen. Ich habe schreckliche Angst. Ohne Rosie könnte ich nicht leben. Danke, dass Sie mir das gesagt haben. Ich sammle Beweise, um Harlow zu Fall zu bringen. Ich würde ihn nur zu gern in Azkaban verrotten sehen. Aber passen Sie auf, er ist ein furchtbarer Kerl und unglaublich gefährlich. Ich habe nichts anderes erwartet. Was Rosies Brief betrifft, sollten Sie ihn zufällig finden, können Sie ihn sofort vernichten. Ich kenne ihn sowieso auswendig. Das ist doch ein guter Bubele. Und nun los, ehe Mr. Hill zurückkehrt. Over. Wir sind auf der richtigen Spur. Ein Freund von Mr. Biggles fehlt noch. Agabus Filbert muss hier irgendwo sein. Na klar. Guten Tag. Verzeihung, Mr. Filbert? Ich würde gerne mit Ihnen über Ihr Verhältnis zu Theophilus Harlow sprechen. Ich hoffe, dass sich Mrs. Bickle beruhigen kann, indem ich Beweise gegen ihn sammle. Schrecklich, was Bickle geschehen ist. Er wollte, dass ich gegen Harlow aussage, nachdem dieser mir Gewalt angetan hatte. Aber ich fürchtete Harlows Rache und habe mich geweigert. Wenn Sie gegen ihn ausgesagt hätten, wie Mr. Bickle es wollte, wäre Harlow vielleicht schon weggesperrt. Vielleicht. Aber vielleicht wäre mir dann etwas Ähnliches widerfahren. Sie sagten, dass Harlow eine Gewalttat gegen Sie begangen hat. Können Sie mir sagen, was passiert ist? Bevor meine wundervolle Frau Dulcibella verstarb, hat sie einen kleinen Gedichtband fertiggestellt. Als Überraschung zu ihrem Geburtstag, den sie nie feiern konnte, ließ ich das Buch binden und mit echtem Gold verzieren. Eines Tages kam Harlow zu mir. Ich hatte mich zuvor öffentlich gegen Rookwood und seine Neandertalerbande ausgesprochen. Bevor ich mich versah, war ich versteinert. Und Harlow durchsuchte mein Heim. Er fand das Gedichtbuch mit den herrlichen Goldverzierungen. Hilflos lag ich dort auf meiner Schwelle und sah zu, wie er mit dem Buch davonging, lachend. Ich war tief erschüttert, bin es immer noch. Sie fürchten sicher, dass Harlow erneut Vergeltung übt. Aber dürfte ich diese Information an Officer Singer weitergeben? Ach, ich habe wohl keine Wahl. Diese Erpressungen können nicht ewig weitergehen. Erzählen Sie meine Geschichte allen, die helfen können. Harlow mag es nicht, wenn Leute reden, aber Hallo, das Homura. Ist dir bekannt. Ich habe mit Mr. Biggles Freunden gesprochen. Jetzt muss ich Nutty finden. Revelio! Also ist dieser Harlow ein ganz übler Schuft, wie zu erwarten. Wir haben noch keine Beweise, sondern nur ein paar Aussagen zur Hand, aber es sollte vielleicht reichen, damit Nutty Folgeschritte unternehmen kann. Und wenn nicht, dann werden wir ihm halt selbst mit ein paar Zaubersprüchen auf die Pelle rücken. Außerdem, ich meine, hier im Spiel gibt es kein Veritaserum, aber ich sag mal, wenn sie wissen müssen, was wirklich Phase ist, dann könnten die Zauberer auch mit einem Veritaserum um die Ecke kommen. Denn ist er gezwungen, die Wahrheit zu sprechen. Nutty verspätet sich nie. Umbridge sie wollte in den Überkopf. Vielleicht ist sie ja dort. Gemacht. Oder Snape im fünften Teil. Im vierten Teil. Bei Barty Crouch Jr. Nutty muss hier irgendwo sein. Nuttys Zauberstab? Sie kann ohne ihn zaubern. Sie wollte, dass ich ihn finde. Sie steckt in Schwierigkeiten. Er
Velio wird mir zeigen, was mit ihr passiert ist. Velio. Neugierige kleine Schüler kriegen, was sie verdienen. Nati muss hierher gebracht worden sein. Ich muss sie schnell finden. Oh, das Erschwinderin-Versteck. Na dann. Knüppeln wir alles nieder, was wir finden können. Fußabdrücke führen in diesen Raum. Es muss noch einen Weg geben. Akio! Okay. Nati muss hierher gebracht worden sein. Ich muss sie schnell finden. Ja, Nati hat ja schon ein bisschen Revelio. Ärger verbreitet. Ich sollte mich nicht sehen lassen. Nicht genug. Er will sie lebend. Nur jemand von Hogwarts wäre arrogant genug, allein hierher zu kommen. Halt einfach Ausschau. Also haben wir das Gedichtbuch mal eben so im Vorbeigehen aufgesammelt. Ich glaube, ich habe es. Was war das? Du hättest nicht kommen sollen. Das ist das Problem. Wir holen sie uns alle. Ein Banner. Mega tolles Horn. Und wir haben hier eine super duper Kiste. Gelben Loot. Was hat noch einer? Na gut. Das ist gut, du könntest dich von mir verstecken. Expulso! Schau mal nach oben. Kisten, die schnappen wir uns mal. Oh, da haben wir doch gleich den Liebesbrief von Rosie.
Ich sollte ihn zerstören, wenn ich ihn finde. Gucken wir uns erstmal an, was wir hier noch haben. So aus. Ja, wir holen die Unschuldigen gleich noch. Aber erstmal den ganzen Kram hier looten. Rebellio. Die muss hier irgendwo sein. Hast uns gefunden. Ich wusste, du verstehst die Sache mit dem Zauberstab. Okay, da haben wir die Nummer 3. Mr. Rabe? Daisy sagte, sie wurden entführt. Sie kennen meine Frau? Wie geht es ihr? Sie macht sich Sorgen. Geht es Ihnen gut? Mir geht es gut. Danke, dass Sie hier sind. Diese Schlösser sind verflucht, aber auf den Zähnen liegt ein Anti-Apparieren-Zauber. Selbst Natti kann uns hier nicht befreien. Finden Sie meinen Zauberstab. Nehmen Sie meinen. Wir suchen Ihren, sobald Sie frei sind. Ich brauche meinen Zauberstab. Einer, zu dem ich keine Bindung habe, könnte schlechter oder langsamer sein. Und wir dürfen nicht entdeckt werden. Ich gebe mein Bestes. Wissen Sie, wo er sein könnte? Er ist in der Nähe. Ich spüre ihn. Verstanden. Ich finde ihn. Ihre Freundin Natti konnte meinen Stab nicht beschwören. Revelio. Muss blockiert sein. Mr. Rapes Stab könnte da drin sein. Mr. Rapes Zauberstab. Er wird erleichtert sein. Und Mr. Rabe, da hat er ihn auch. Ich habe Ihren Stab. Schön. Ich wusste, er ist in der Nähe. Treten Sie lieber zurück. Man weiß nie, wie ein Fluch reagiert, wenn man ihn bricht. Na dann, zurück mit mir. Das war jetzt irgendwie unspektakulär. Aber er ist ja Fluchbrecher, also... Danke, Mr. Esco. Gern geschehen. Ich danke vielmals. Ihr Mut hat uns das Leben gerettet. Ich bin wohl zu schwach, um mit Ihnen zu disapparieren. Doch ich versuche es. Geh schon vor. Finde Officer Singer. Wir kommen hier allein raus. Nun gut. Aber seien Sie vorsichtig. Vielleicht können Vielen wir Dank. Doch mal dem ein oder anderen Erschwinder... Sei kampfbereit. Diese Erschwinderin müssen bezahlen. Rebellion. Hier sind noch ein paar Tränke. Achso. Kampf um Hogsmeade. Mal gucken. Finden wir Officer Singer und erledigen Harlow. Jetzt schubsen wir Harlow in den Knast, aber wer weiß, ob die nicht auch korrupt ist oder sowas. Die Officer Singer. Ich meine, die hätten ja schon längst was gegen ihn. Nutz sei Onai. Ich hätte es wissen müssen. Und Sie, der Trollschrecken. Ein Glück, dass Sie beide sicher sind. Isco Rape sagte, ihn hätten Schüler gerettet. Ich hätte wissen müssen, dass sie das waren. Geht es Mr. Rape gut? Ja. Er ist jetzt zu Hause bei seiner Frau. Miss Onai. Ihrer Mutter wird gar nicht gefallen, dass sie diese Männer noch immer verfolgen und sich dabei in Gefahr bringen. Officer Singer, sie doch endlich eigentlich haben Natti und ich erfahren, dass Erschwinderinnen mehrere Einwohner von Hogsmeade heftig bedroht haben.
Rockwood und Harlow haben nicht nur Mr. Rabe entführt, um seine Frau zu erpressen und Nutty, sondern auch Agabus Filbert und Otto Dibble ausgenommen. Ach, ich werde das alles untersuchen. Was Sie beide anbelangt, ich bin Ihnen dankbar für Ihre Hilfe, aber das ist alles äußerst riskant. Bitte überlassen Sie die Erschwinderinnen in Zukunft den Behörden. Dann tun Sie das auch. Bei allem Respekt, Officer. Die Behörden haben da nicht viel unternommen. Eine Organisation wie die Erschwinderinnen zur Strecke zu bringen, erfordert mehr, als aufgrund einiger Anschuldigungen ihr Versteck zu stürmen. Sie müssen die Angelegenheiten uns überlassen. Das steht doch nicht zur Diskussion. Natsai, Sie möchten sicher mit Ihrer Mutter sprechen, bevor ich es tue. Meiner Mutter wird das nicht gefallen. Danke, dass du mich gerettet hast. Wir reden später. Okay. Und was ist jetzt mit dem Kram, den ich jetzt gesammelt habe? Ich will noch nicht alles öffnen. Hier, was haben wir immer noch? Wo war denn jetzt? Der eine Typ hat ja hier gewohnt. Ich hoffe, dass wir, wenn wir ihn jetzt ansprechen, irgendwas davon haben. Mr. Filbert, ich habe Ihr Buch. Was? Aber wie haben Sie... Danke! Ich kann gar nicht sagen, was mir das bedeutet. Schön, dass ich helfen konnte. Meine Güte, kaum zu glauben, dass ich dieses Stück meiner liebsten Dulcibella wieder habe. Ich bin Ihnen unendlich dankbar. Okay. Wir haben eine Nachricht. Die Erschwinderinnen belästigen mich nicht mehr. Ich vermute, das ist ihr Werk. Vielen Dank von mir und Rosie. Wir brechen gerade zu unseren Flitterwochen auf, nachdem wir Mr. Hill von unserer Heirat erzählt haben. Wünschen Sie mir Glück. Aber natürlich wünsche ich Glück. Das freut mich, dass Sie einen Weg gefunden haben, um doch glücklich zu werden. Und dass der Lehrling die Tochter des Meisters bekommt. Bevor Sie fragen, ich habe keine neuen Socken mehr. Wenn Ihre Füße riechen, müssen Sie sich etwas anderes überlegen. Ich dachte, vielleicht sind hier noch ein paar Handschuhe oder so drin, oder gut. Sie haben ein gutes Auge für Mode. Schauen Sie jederzeit vorbei, wenn Sie in der Gegend sind. Revelio. Okay. Die nächste Quest ist bereinigt. So, wir haben wieder Crab gekriegt. So, da. Nee, wir müssen erstmal zu den Aufträgen rein. Ah, die Sebastian-Quests gehen mir langsam ein wenig auf Nerven. Ich darf ja Fieldcroft eigentlich nicht mehr betreten, ne? Der alte Herr meinte ja sowas. Komisches. Das ist ein Ort wie aus dem Märchenbuch. Hat der vielleicht noch irgendwas Cooles, was ich kaufen kann? Revelio! Schön, Sie wiederzusehen. Sie auch. Was kann ich denn für Sie tun? Zeigen Sie mir doch mal Ihren Laden. Was verkaufen Sie hier? Wonach steht Ihnen denn heute der Sinn? Den Kram habe ich alles. So. Schauen Sie doch gern jederzeit wieder vorbei. Mal gucken, was die beiden jetzt von mir wollen. Sebastian! Ein Relikt aus den Katakomben, das ein dunkles Opfer erfordert? Ich weiß, wie das klingt, aber wenn es hilft, lohnt sich das Risiko. Weiß Ominous auch davon? Er half, das Kryptorium mit Slytherins zu finden. Mach den Sonic. Wenn Ominous dabei ist. Wir haben nicht viel Zeit. Solomon will Feldcroft verlassen.
Revelio. Verlassen. Egal, du musst ihn hinhalten. Verschaff uns Zeit, Anne. Bitte. Ich versuche es. Ich melde mich. Solomon kann Anne nicht aus Feldcraft wegbringen. Wohin würden sie denn... Sebastian. Unfassbar, dass mein Onkel Feldcraft verlassen will. Anne wird ihn hinhalten. Das muss sie. Wir brauchen Zeit. Zeit? Wofür? Ich habe mehr über das Relikt erfahren. Ich habe Slytherins Zauberbuch mit dem verglichen, was in der Bibliothek über Relikte und dunkle Opfer steht. Dabei wurde mir etwas klar. Ich glaube, das Relikt funktioniert nur in der Katakombe. Hm. Wir müssen Anne in die Katakombe bringen und dann ein Opfer darbieten? Das klingt riskant. Es ist das Risiko wert. Unsere größte Hürde könnte Ominous sein. Anne gibt dem Ganzen nur eine Chance, wenn er dabei ist. Und wir müssen es vor deinem Onkel verheimlichen. Wenn er zum Schulleiter geht, fliegen wir von der Schule. Ich regel das mit Ominous. Was meinen Onkel angeht, er ist kein Auro mehr. Was er nicht weiß, wird uns nicht schaden. Viel Glück mit Ominous. Bis zum nächsten Mal. Ich werde dir sagen, wann wir vier uns in der Katakombe treffen. Achte auf meine Eule. Ich gehe davon aus, dass wir irgendwas mit Avada Kedavra anstellen müssen. Da weigere ich mich dann. Also ich würde zwar dieses Avada Kedavra lernen, aber ich würde es nicht... Rebellion. ...nicht anwenden wollen. Gut. Wir machen jetzt noch mal einmal ein bisschen Hauptquest. Cordae. Die Cordae Renate. Ich glaube, das ist dieser... mitten in dieser Base drinne. Dieser Spawner. Oder dieses... Wieder mal auf Abenteuertour? Ja. Renrocks Anhänger könnten sich hier herumtreiben. Ich sollte vorsichtig sein. Keine Spur von Lodgok hier draußen. Er muss schon drinnen sein. Hoffentlich ist er uns treu geblieben. Nicht, dass er wirklich ein Anhänger von dem anderen Lappen ist. Rangok oder wie der hieß. Ich vergesse den Namen immer wieder von diesem Troll. Revelio. Also Geschichte der Zauberei ist... Was für eine Riese. Hier stimmt was nicht. Hier wimmelt es ja nur so von Renrocks Anhängern. Ich muss gut aufpassen. Menschen zum Kämpfen. Die erledige ich alle. Menschen laufen immer weg, wenn sie mich nicht. Was ist da los? Dieser Wagen sollte mich tiefer in die Mine bringen. Wie bei Green Gods. Aber diesmal habe ich das Steuer in der Hand. Wie tief es wohl hinabgeht. Das davor muss das Ende sein. Das ist ja nicht gefährt. Revelio. Ein nicht identifizierter Gegenstand. Incendio. Und das Zeug burnt. Okay, da muss ich wieder einen Hebel ziehen. Revelio. Kann ich ihn hier von hier aus ziehen? Wir sollten besprechen, wie wir weiter vorgehen wollen, um Harlow aufzuhalten.
noch gesehen. Ich werde nicht ruhen. Revelio. Incendio. Okay, das gucken wir uns danach an. Incendio. Contringo. Revelio. Homura. Gefängnis. So. Revelio. Bombarda. Kennst du Irondale? Das Revelio. Die wir für Doran finden sollten, könnte in der Nähe sein. Accio. Magst du schmerzen? Guardium Leviosa. Und dann ist auf jeden Fall einiges los. Revelio. Alles mitnehmen, was geht. Nichts wieder hergeben. So, da kommt man sicherlich auch noch mal. Da ist so ein Riesengelot hier. Ich hoffe, dass Lodgok ihm nicht über den Weg läuft. Ich werde
Zu spät, um deine Fehler einzusehen. Um weiterzukommen, sollte ich diese Kessel entzünden. Revelio! Und wieder raus. Rauf, 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 rauf. Ich hoffe, ich erreiche Renrock vor, Lord Gok. So coole kleine Maschinen hier überall. Das finde ich schon mal. Revelio. Ein weiterer Bohrer ist fertig. So hieß er. Die Welt der Zauberer. Ich kann das beenden. Ich muss den Bohrer zerstören und Renrocks Anhänger aufhalten. Wer sich Renrock widersetzt, wird erledigt. Schön, dass du mal vorbeikommst. Wow. Ist ungünstig. Aber egal. Wir bauen noch einen. Ich habe den da draußen gefunden. Oh oh. Lord Gok. Willst du dich entschuldigen, Kleiner? Ich will es beenden. Was hast du mir mitgebracht? Das kann nicht sein. Die ganze Zeit wusstest du. Wusstest du, wo es war? Nein. Geht es dir gut? Ich werde dich nie verstehen, Lord Gok. So naiv. Die Hexe hielt dich nicht für ebenbürtig. Sieh. Wie alle anderen ihrer Art, hat dich doch nur benutzt. Das stimmt nicht, Renrock. Die Jüngeren sind besonders tückisch. Man lehrt sie, ihre Verachtung zu verstecken, um uns auszunutzen. Oh, okay. Unfassbar, dass unsere Vorfahren sich jemals vertrauten. Der gute Robert. Die ganze Zeit suchte ich überall das letzte Behältnis. Ich suchte vergeblich nach Blackmores letztem Buch. Verschwendete meine Zeit. Okay. Kind. Und mein Bruder wusste die ganze Zeit Bescheid. Bruder. Aber ich brauche dich nicht mehr.
Ich brauche euch alle nicht. Oh. Ich wollte es dir bringen. Du bist eine Schande für die Kobolde. Oh. Okay. Ist Lodgok also doch Verräter, auch wenn wir ihn da... Armer Lodgok, vom eigenen Bruder ermordet. Deshalb hat er so sehr versucht, ihn aufzuhalten. Und jetzt raus aus diesem verfluchten Ort. Also, ich weiß auch nicht. Ich fand ja, er ist ja doch ein Verräter gewesen, wenn er die Infos an Renrock gegeben hat. Ich muss mich mit Feig in der Kartenkammer treffen. Er und die Hüter müssen erfahren, dass Renrock das Tagebuch hat und weiß, wo das letzte... Ja. Das müssen wir dann wohl tun. Aber nicht mehr jetzt. Also Leute, ich hoffe, es hat euch bis dahin gefallen. Ihr könnt ja mal ein Feedback da lassen. Und ich hoffe, dass ihr liked, abonniert. Ihr wisst schon, das YouTube-Spiel halt. Ansonsten bis zum nächsten Mal.